Herzlich willkommen, Freunde! So wie im letzten Part beendet, befinden wir uns immer noch im selben Raum wie eben. Immer noch mit unserem kleinen Wario. Wario klein. Ich kann mal wissen, wie groß der eigentlich sein soll. Naja, egal. Er wird schon groß genug sein, um klein zu sein. So, Wario, jetzt aber. Hau raus! Push dich. Der hüpft die ganze Zeit. What the fuck? Hoppala. Die Banane habe ich echt auch nicht kommen sehen. Also manchmal ist es mit den Items bisher für mich noch unübersichtlich. Sagen wir mal unübersichtlich. Keinerlei Items. So. Na komm. Oh, da kommt ein Panzer. Den will ich. Uah. Tatsache, es fahren echt zu viele mit den Highspeed-Dingern. Ich aber drauf verzichte. Och, verpiss dich dahin. Ah, okay, die wurde von der Bombe getroffen, ist aber noch so weit nach vorne gekommen. Okay, ich verlasse mich nicht mehr darauf, dass das passiert, wenn da jemand reinfährt, dass da die Items weggehen. Deswegen, warum kann man das hier nicht kontinental spielen? Das ist das Einzige, was ich schade finde. Mario Kart, das ist Wii, ging es ja auch ohne Probleme. Naja, komm, Bullet. Och, ja. Wow. Lass mich in deinen Vetter raus. Ja, toll, ich habe keine Münzen. Ich kann da nicht mit dem Speed mithalten auf Dauer. Münzen. Raus aus der verdammten Mitte. Ach, der ist schon hinne schon. Ich habe mal die Blutschelle, hat den nicht gerade wirklich gejuckt da vorne. Bäh. Driften, Wario. Mein Dicky. War. Einfach nur überall die Banden Feuerblumen hingeknallt. Oh, das ist ekelhaft, nach hinten zu schießen und gleichzeitig zu lenken. Ekelhaft, ungewohnt. Dass man so viel nach hinten pfeffern kann. So. Okay. Und diesmal will ich nicht diese Strecke wählen. Ich will eine andere. So, auf was habe ich denn Lust? Ach komm, warum nicht Daisy Stampfer mal? Warum nicht? Und was kriegen wir? Waluigi Flipper. Ja, bin ich letztens, wo ich zum letzten Mal gefahren bin, glaube ich, relativ gut sogar mit meinem Wario-Kumpel hier durchgekommen. So. Okay. Dann legen wir mal los hier. Ah, okay, Spiegel. Verpiss dich, Yoshi. Verpiss dich, ja? Ich bin eigentlich ein Yoshi-Freund, aber da kann man... Da mach ich noch keine halben Sachen mit, ja? Yoshi, lass mal gut sein. So, jetzt erstmal schön mittig fahren. Uah, mittig habe ich gesagt, Mario! Meine Güte, verpiss dich aus meiner Bahn hier. Sag ich doch. Wow. Das hat mir Zeit gekostet, mich Zeit. My time. Auf zu hüpfen.
weiß, dass das Hüpfen hier so irgendwie bei Abhängen beschleunigen soll, aber ich weiß nicht, ob es für diesen Abhang auch schon zählt. Na komm! Ah, oh, so knapp! Habe ich ihn getroffen? Tatsache! Ich habe ihn ausgenockt! Yay! Oh, fuck! Das kann fahren, 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 Dicky! Dickerchen! Ich weiß auch nicht, wie ich gerade auf den Trichter komme hier mit Wario und Dickerchen. Das ist doch zutreffend, ja? Ich hab ja nichts gegen ihn. Ich feuer ihn ja nur an. Ah ja. Yoshi, du kriegst mich nicht. Uah. Nein, nein! Lalalala. Ja, das Hüpfen bringt tatsächlich was. Schon wieder Querschläger, ich glaub's nicht. Wow, gut, dass du jetzt im Blitz nimmst, nicht wenn ich da drin bin. Da drin wäre es mir sehr unangenehm gewesen. Mario carried das jetzt hier. Okay, kommt eine rote. Ah, notfalls zerstört er einfach nur das Ding und ist gut. Ja, brauchst du noch eine Blue Shell? Hm? Nein! Uah, ich hasse das Ding. Shit. Ich hab meinen Mund zu groß aufgerissen. Komm, komm, Blue Shell! Nein! Nein, 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 nein! Glück gehabt. Taum! Und jetzt haut Wario ab. Und tschüss. Meine Güte. Ich reiße meinen Mund, glaube ich, manchmal so ein bisschen zu groß auf. So, dann kommt noch eine Blue Shell. Oh. Surprise! Ach, ein Japaner. Immer diese Japaner. Was ich nebenbei so richtig lustig finde, ist, Japaner sind ja eigentlich meistens, oder sagen wir Asiaten, ich will es jetzt nicht auf Japaner direkt beziehen, sagen wir mal Asiaten, ja, sind bei Videospielen immer diese Oberpros, ja. Ja. In so vielen Spielen sieht man wirklich nur Asiaten in den Weltmeisterschaften. Ja. Aber nebenbei habe ich letztens einen Artikel gelesen, wo festgestellt wurde, dass die Japaner sich über die Schwierigkeit, über den Schwierigkeitsgrad der Spiele beschweren. Und nicht, weil sie zu schwer, zu leicht sind, sondern weil sie ihnen zu schwer sind. Und in dem Bericht stand auch, dass, ich weiß nicht, bei über 60% waren es circa, die, das Spiel abbrechen, wenn es ihnen zu schwer wird, also es nicht mehr anrühren. Ja. Da denke ich mir auch so, ja, so, solche, Oberpros sein, aber dann, der Großteil der Bevölkerung hat dann, irgendwie nichts, blöd gesagt, nichts auf dem Kasten. Also, da gab es auch ein Statement von Shigeru Miyamoto, Präsident von Nintendo, der da gesagt hat, dass er sich darüber ärgert, dass die so einen leichten Schwierigkeitsgrad wollen. Und die News über Mario Bros. Teile, die ja so gesagt werden, dass die so, so leicht sind, ja, die sind einfach mal dem Werten der, der Japaner angepasst vom Schwierigkeitsgrad her. Das heißt, in jeder Ecke ein Power-Up. Das Spiel ist eigentlich total einfach. Ja. Also, das ist nicht wirklich gerade die Schwierigkeit. Oh, alle bei ihm stehen, nur weil der eine Blue Shell hat. Wow. Aber I don't care. Ja. Nur weil alle stehen bleiben. Und dann geht's rennend weiter. Lass doch. Wurscht. Ja, und, ich weiß nicht, wieso. Mann, ich finde es so total schade, wenn die Videospiele dann so extrem einfach werden. Ja. Ich wünsche mir bei Spielen auch eine Herausforderung, nicht einfach so, ja, zack und knapp.
Und das Lustige ist ja, der japanische Markt ist irgendwie bei vielen Videospielherstellern ja, sagen wir mal, der Hauptmarkt, ja? Die Haupteinnahmequelle, kann man quasi sagen. Und danach kommt dann so etwas, ja? Ich weiß ja nicht, wie man sich dann als Videospielentwickler fühlt, aber zum Beispiel in diesem Bericht stand auch, dass ja, wie Amerikaner sowie auch Europäer, hauptsächlich Amerikaner, einen harten oder einen schweren Schwierigkeitsgrad bevorzugen. Die Europäer, oh, müsste ich heute eigentlich den Shortcut benutzen? Naja, egal. Die Europäer zum Beispiel sind so im Mittelfeld. Es kommt dann immer auf das Land drauf an, so ein bisschen auch. Aber es gibt kein Land in Europa, wo sagt, ich möchte nur leichte Videospiele haben. Sondern echt nur zwischen Mittel und Schwer. Ja, und das ist... Ich weiß nicht. Hat man dann immer diese Oberpros, Obernerds, blöd gesagt, in den Weltmeisterschaften, aber dann in dem Völkchen heißt es, ja, die Spiele sind viel zu schwer, ich habe keinen Bock mehr, so zu spielen, ich lasse das mal links liegen oder verkaufe das wieder. Naja, was meinten ihr dazu? Habt ihr eine Meinung zu den, zu dem, was ich gerade gesagt habe? Wenn ja, lasst es mich mal hören, mich würde es interessieren. Ich wollte dazu eigentlich mal so ein extra Video machen, zumindest habe ich die ganze Zeit so Überlegungen, mache ich Videogame-News über neue Spiele, neue Sachen und was weiß ich. Aber, ja, ich bin immer noch am Schwanken, ob ich es machen soll oder nicht, weil ich habe Bock irgendwie drauf, mal so ein bisschen was anderes als Let's Plays auf meinem Kanal auch zu machen. Aber na egal. Zu dem Thema aber trotzdem hätte ich gern eure Meinung, wenn ihr wollt, in die Kommentare einfach schreiben. Wäre schön. So, dann schauen wir mal jetzt hier beim nächsten Spiel, Cooper Cup im Spiegel. Scheinbar bin ich jetzt in einem Spiegelraum gelandet. Dum, dum, dum. Aba, naja, zumindest. Drift versiebt, yay. Aua! Musste mir auch gleich den Po versohlen, Manu. Der arme Wario. Hat's halt nicht leicht mit seinen Kurven. Ja. Geschafft. Oha. Oha. Ich glaube, ich gewöhne mir auch dieses Redensart von ihm an. Oha. Yeah. Soll ich mir den Stern mal aufheben und ihn fieserweise dann in der letzten Runde für eine Ultra-Kombo aufheben? So auf jeden Fall nicht. Oh, da ist auch ein Wario. Hi! Hi, Genosse! Wie geht's so? Na? Wie schaut's aus? Na. Wunschdenken. Okay. Was auch immer der da hinten macht. Ich muss erst mal rankommen hier. Es hat überhaupt keinen Sinn, das Item so zu horten. Ja, kommt gut hin. Rosalina, tust du mir gefallen? Wario ist heute nicht so zum Knüllen, ja? Ihm ist ganz, ganz schlecht. Lass ihn bitte mal ganz in Ruhe. Dankeschön. Komm. Na komm. Yeah! Hat auch noch geklappt. Ich hätte gedacht, der springt noch drüber, so ganz knapp, aber... No, hat er nicht geschafft. So. Okay, ein Rennmarsch noch, komm. Zum Abschluss. Alter, dann ist auch mein Bier leer. Nach dem nächsten Rennen. Ich muss wieder aufstehen. Boah! Als Gamer tut man ja so etwas nicht, ja? Wir verlassen unseren Keller höchstens zu den Mahlzeiten, ja? So, und, jippa, nehmen wir den Blätterwald. Jetzt kommt die Strecke, die ich zu Beginn meiner Aufnahmesession als erstes gewählt habe, weil ich nicht wusste, welche ich wollte. Na gut, hauen wir die mal raus.
So, Wario. Das packst du schon. Ja. Plump. Ich hab einen Pilz. Ah je. Ist auch eine Strecke, die ich noch nicht so gut kann. Möchte ich vorher nochmal anmerken. Sagte er und fiel in die Lava. Tackle mich doch noch mehr. Müsste nach hinten lenken, gerade mich nochmal rammen hier, so ungefähr. Ja? Hoppa. Nebenbei, wenn, wie gesagt, wenn hier Leute noch Tipps für mich haben, beziehungsweise ich hier, wirklich an einer Stelle permanent keinen Stunt mache, obwohl man dann Stunt machen kann, dann weist mich darauf hin. Ja? Eben gerade die Rampen weiß ich, dass man Stunt machen kann, aber ich meine so allgemein, wenn es da irgendwelche Dinge gibt, wo man nicht gleich so vermutet, dass man einen Stunt hinkriegt, dass man da, vielleicht mir eine. Wow, ich wollte eigentlich landen. Naja, egal. Ich bin Platz 4, also eigentlich noch Mittelfeld so ungefähr. Ich sollte echt. Ja. Ich bin noch zu sehr Mario Kart wie gewohnt von den Stunts her. Ich bin immer noch so leicht am Zucken mit der Hand, wenn ich da so irgendwie so einen Sprung machen will. Okay, aber ganz ehrlich, bei dieser Karre habe ich echt Angst, dass sie mir umkippt. So wie die Dobbler manchmal springt. Ach genau. Ha. Das hatte ich mir noch gemerkt gehabt. Hä? Einer fehlt? Oder ist einer runtergefallen? Ah ne, da ist er. Hi. Ich wollte eigentlich hier ein paar Münzen einsacken. Mach. Ja. Pam. Rechts. Links. Rechts, links. Ich merke schon, ich hab Bier-Intos, ha? Bäm. Yep, Bier. Eine Münze will ich noch. Dankeschön. Hier kann ich gar keinen Sprung machen. So. Nein, ich wollte rechts durch. Na egal. Hey, ich kann fliegen. I can't see. Ne, das ganz ehrlich, das traue ich mich nicht, wenn ich dann nicht sehe. So viel Übung habe ich noch nicht. Dumm, ehrlich. Traue ich mich dann nicht. Hätte für mich vielleicht den Platz retten können, hätte mir aber auch einiges versauen können. Vor allem, wenn ich jetzt höre, der Blue Shell, also, bam, der hätte mich dann wahrscheinlich weggenatzt. Puh. So, okay, ich beende hier das Video. Wie gesagt, noch als Erinnerung, schreibt mir, wenn ihr dazu eine Meinung habt, zu den Asiaten und der Sache von wegen Schwierigkeitsgrad so hoch. Wenn ihr davon eure Meinung kundgeben wollt, schreibt es mir in die Kommentare, ich lese sie gerne. Ja, mit verabschiede ich mich für dieses Mal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin!